So, hi, das erste Video seit langem, aber auch das erste von einer ganzen Reihe von Videos. Heute geht es hier um Jetfan, ein USB-gepowerter Mini-Ventilator für den Schreibtisch mit Schubhebel und du kannst ihn selbst nachbauen. Sowas bauen wir übrigens live auf Twitch, zweiter Link in der Videobeschreibung, wenn du magst. Aber von Anfang an, ich finde einfach alles, was mit Luftfahrt zu tun hat, ziemlich interessant. Mit dem Namen Jetfan um die Ecke kam tatsächlich meine Englischdozentin, also bleiben wir jetzt einfach mal dabei. Mit Strom versorgt werden kann er von jedem Laptop, Powerbank und auch vereinzelt Smartphones. Ein ganz kurzer Exkurs: Der USB-Port, der in so ziemlich jedem Gerät verbaut ist, gibt beim 2.0-Standard maximal 500 mA und 5 Volt aus. Das resultiert in 2,5 Watt Leistung und etwa 10 Stunden Laufzeit an einer normalen Powerbank. Aber gehen wir mal weg von diesem ganzen theoretischen Blödsinn. Also Schubhebel, Schalter, wofür? Wir haben hier zwei Kippschalter. Der erste gibt den Motor frei. Wenn man ihn umlegt, kann man über den Schubhebel die Drehzahl regeln. Verbaut ist ein für 5 Volt sehr schnell laufender Elektromotor. Deshalb macht das Ganze trotz der geringen Größe doch überraschend gut Wind bei rund 5000 Umdrehungen pro Minute maximaler Drehzahl. Der hintere Kippschalter ist an eine LED geschlossen. Bei Flugzeugen ist das Positionslicht am rechten Flügel grün blinkend. Wir haben hier zwar nicht dieselbe Frequenz wie bei einem richtigen Positionslicht, aber dennoch ist der Gedanke zu erkennen, denke ich zumindest. Den Schalter gibt es deshalb, naja, es kann ja sein, dass man tatsächlich auch mal arbeiten möchte und das blinkende Licht dann einen ablenkt. So kann man es einfach ausschalten. Nun nochmal kurz drei Fakten, aber weil Fakten meist super trocken klingen, im Schnelldurchlauf. Der gesamte Jetfan ist 3D gedruckt, etwa 570 Gramm PLA, Druckzeit rund 35 Stunden, Aufbauzeit 2 bis 3 Stunden. Zukaufteile alle verlinkt. Moment, Zukaufteile verlinkt? Ja, ihr könnt ihn selbst nachbauen. Als ich im Stream hieran gearbeitet habe, haben verschiedene Zuschauer den Wunsch geäußert, selbst einen Jetfan haben zu wollen. Ach so, ich streame übrigens öfters auf Twitch. Da bauen wir sowas wie das hier oder viele andere Projekte. Ihr kennt ja meine Richtung. Mit dem Befehl Ausrufezeichen Projekte im Twitch-Chat könnt ihr sehen, was momentan so ansteht. Alle Projekte landen danach auch hier auf YouTube. Aber zurück zum Thema. Weil ich selbst keinen Jetfan in Massen bauen und allen geben kann, könnt ihr ihn euch selbst zusammenbauen. Der erste Link in der Videobeschreibung führt euch zu einer Website. Da gibt es alle STL-Dateien, ein großes Handbuch mit allen Infos zum Druck, Anweisungen für Slicen für jedes einzelne Bauteil, Aufbautipps, Schaltplan, Infos zum Betrieb des Jetfan und vieles mehr. Zusätzlich habe ich euch ein ausführliches, rund 20-minütiges Videotutorial zum Zusammenbau gemacht, damit wirklich nichts mehr schiefgehen kann und es selbst 3D-Druck-Einsteiger schaffen. Im Zweifel stehe ich natürlich immer für Fragen oder Hilfe zur Verfügung. Wo ihr mich erreichen könnt, steht im Handbuch und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt zum dritten Mal Werbung für die Twitch-Streams zu machen, wäre zu viel, oder? Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, den Aufbau ohne LED-Positionslicht zu machen. Dann wird es nochmal ein Stück einfacher. So viel dazu und das war es mit diesem Video. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Die nächsten 5 Projekte schlummern schon auf meinem PC. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.